Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Semaru, Soul of the Ocean. Nachdem wir im letzten Part unseren Vater endlich wieder getroffen haben, der dummerweise auch vom Dunklen besessen war, ja, haben wir ihn endlich erlösen können. Und wir könnten jetzt theoretisch ja, zur letzten Schlacht gehen, scheinbar, im Mittelpunkt der Welt. Aber ich habe natürlich noch ein paar andere Sachen vor. Selbstverständlich habe ich zwischen den Parts noch mal ein bisschen was gemacht. Ich habe mich noch mal ein bisschen mit dem Ersteller des Spiels unterhalten. Ich habe mich noch mal ein bisschen auf der Weltkarte umgesehen. Naja, so halbwegs. Und mir ist außerdem auch aufgefallen, ihr werdet sicherlich schon gemerkt haben, oder vielleicht auch nicht, weil es spielt ja sowieso keiner dieses Spiel. Also im Hilfe-Thread war der letzte Post von vor 3 Jahren oder so, glaube ich. Keine Ahnung, ob das also jemand spielt. Aber ja, wie auch immer, wir haben 64 Wasserflaschen im Inventar. Lol, ja. Der Balken zählt also nur für eine Flasche. Anstatt dass man irgendwie automatisch welche verbraucht, ich habe keine Ahnung. Ich hätte wesentlich einfacher durch das alles durchkommen können, aber ich habe es nicht getan und ja, egal. Kleiner Fail mal wieder, aber ich denke mal, ja, das wird einfach noch so weitergehen, ne? In jedem Projekt wird es noch massig Fails geben, weil einige Sachen einfach unintuitiv sind. Kann ich hier die Tür ausrufen? Ja, kann ich. Ich bin gerade auf jeden Fall ein bisschen verwirrt, weil ich hätte eigentlich schwören können, dass man noch irgendwie irgendeinen Spruch hört. Ich hoffe, das hier ist jetzt auch der richtige Spielstand. Ich habe auf jeden Fall hier unseren Typen an Bord. Ich frage einfach mal kurz Les. Genau, hast du Vater gesehen? Nein, ich habe ihn noch nie gesehen und werde wohl auch nicht mehr die Chance dazu bekommen. Haha, du brauchst nichts zu sagen, es ist nicht so schlimm. Okay. Na gut, ja, wir haben noch eine ganze Menge Nebenquests, sage ich jetzt mal, zu erledigen. Unter anderem können wir uns auch das vierte Schwert und die vierte Rüstung holen. Das vierte Schwert bekommen wir natürlich hier. Ich habe dieses Schwert hier. Ist das. Oh mein Gott, wow! Das ist nur das Schwert meines Vaters. Das ist das Schwert, das in alten Legenden erwähnt wird. Ah, in diesem Zustand kannst du es kaum führen. Dazu benötigt es die Hilfe eines Zwergenschmiedes. Also soll ich nochmal nach Gedrin gehen? Ja, aber dieses Schwert wirst du nur mit violettem Erz verstärken lassen können. Oh shit, ich habe den einzigen Brocken, den ich jemals gefunden habe, natürlich verschenkt. Keine Sorge, ich habe ein solches Exemplar. Es ist schon seit Generationen im Besitz meiner Familie. Das würdest du mir einfach so geben? Verkaufen. Tut mir leid, Chef, aber es ist ein Familienerbstück, weißt du. Ich muss schon 3000 Draku dafür verlangen. Ist gut. Leider hast du nicht genug, Chef. Ah, na gut. Gegenstände verkaufen können wir dann schon gleich noch machen. Ich habe auch herausgefunden, was es für die Rüstung gibt, beziehungsweise wissen wir das ja eigentlich sowieso schon die ganze Zeit über. Nämlich in Evelia, in dem Laden, in dem Schwarzmarkt. Ich weiß nicht mehr, wie viel sie kostet, aber ist erstmal auch nicht weiter wichtig. Ich möchte, um ehrlich zu sein, erstmal nach. Eigentlich würde ich gerne nochmal auf das Schiff. Aber ich glaube, ich muss jetzt irgendwie erstmal wieder umständlich die Truance rufen. Und ich kann sie hier wahrscheinlich nicht rufen. Ja, okay, dadurch, dass ich bisher sowieso nur rumgelabert habe, lade ich einfach nochmal. Ne? Das ist so. Ja, hier dürft ihr kurz nochmal sehen, wie ich Wasser trinke. Ich habe wahrscheinlich dummerweise genau nach dieser Sequenz aus irgendeinem Grund, also da kam keine Sequenz, da kamen einfach nur zwei dumme Sprüche irgendwie und die habe ich jetzt versehentlich rausgeschnitten, aber naja, ist nicht weiter wichtig, denke ich. Ich möchte auf jeden Fall nochmal auf die Triance, denn ich muss eine bestimmte Bedingung erfüllen, damit ich springen lernen kann. Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich mich mit dem Entwickler des Spiels unterhalten habe und springen können wir in Yuyuma lernen. Aber dafür brauchen wir das Antikbronze. Oh, wir lösen noch eine Sequenz aus. Cool. Entschuldige. Herein. Les, was soll der Quatsch? Ich muss mit dir reden, Duray. Ich habe dir ja bereits gesagt, dass du nicht mitkommen kannst. Ja, das hast du. Aber was werde ich tun, wenn du drauf gehst? Ich werde nicht. Das weißt du nicht. Und ich werde dann nicht hier rumsitzen und trauern. Nein, ich gehe dann sowieso an diesen Ort. Ich weiß noch nicht, was es für eine Hexerei anwendet, doch ich bin nicht schwach. Das geht nicht, Les. Es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt oder später sterbe.
Entscheidend ist, dass ich es an deiner Seite tue. Komm schon, Les, also, wir wissen doch erst seit ein paar Parts, dass wir Brüder sind. Ja, die Liebe geht jetzt wirklich ein bisschen zu weit. Großvater hatte mich gewarnt. Er hat dich vor mir gewarnt? Er weiß, dass du für mich zu sowas bereit bist, und ich weiß es auch. Hä? Ich hatte im vergessenen Turm eine Art Traum, während ich im Dunkeln tappte. Als ich darin bereits einen Abhang hinunterstürzte, ergriffst du meine Hand und halfst mir aufzuwachen. Du hast es auch erlebt? Hast du je von der Blutaura gehört, Les? Nein. Steht die Bereitschaft der Brüder zueinander, erlangen sie eine Macht, die von Sethu und Gral ausgeht. Eine Machtteilung? Wie bei Larien und dem Wasserelement? Ja, nur dass diese von Brüdern, der Herren der Elemente selbst, ermöglicht wird. Ich weiß, dass du unbedingt mitkommen und mir helfen willst, doch das wäre dein Tod und andererseits besteht die Hoffnung, dass du lebst und ich es auch so schaffen werde. Immerhin habe ich einen Teil von Lariens Macht. Das Wesen meidet Wasser. Also lass mich das machen, Les. Du verstehst es doch, oder? Les? Ja, ich verstehe, ich werde hier bleiben. Gut. Ich finde, wir haben uns etwas Ruhe verdient. Ja, viel Glück, kleiner Bruder. Interessant, geht das Spiel davon aus, dass man nochmal hierher geht? Das finde ich gerade interessant. Das Spiel geht also davon aus, dass man nochmal in seine eigene Kajüte reingeht. Ich meine, ich kann mir jetzt einfach das beste Equipment holen. Das ist das Falsche. Sein lassen. Sein lassen. Hier waren die Rüstungen drin. Antikbronze wollen wir ausrüsten. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, jetzt wären wir damit ein bisschen schneller, aber vielleicht kommt das gerade auch nur so vor. Bring uns nach Yuyuma, bitte. Ich möchte endlich springen lernen. Ich hoffe, ich werde das in diesem Part noch schaffen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo der Typ sein soll. Also ich habe nur gehört, auf dem Weg dorthin, wo wir damals dem Hauptquest gefolgt sind. Aber ich weiß natürlich absolut gar nicht mehr, wo das war. Ja, doch, bei der Wüste hätte ich mich eigentlich gar nicht so krass durchcheaten müssen mit der guten alten STRG-Kombi, aber ich weiß nicht. Ich bin einfach nicht darauf gekommen, mal ins Menü zu gucken. Ich finde es einfach ein bisschen unintuitiv. Er steht ja immer noch hier. Ich habe was für dich. Zeig her. Ach ja, hier kann man auch was verkaufen. Ich verkaufe ihm auf jeden Fall mal so einen Frostring für 1500. Stimmt, ich kann ihm sogar noch den zweiten verkaufen. Ich meine, letztlich, ich habe so viel Geld durch diesen Wasserquatsch verloren. Ansonsten kann ich. Kobold, ein starkes Alkoholis. Wolfsfell, 75 Drako weg damit. Kuriert Frost. Oh ja, das war natürlich auch äußerst hilfreich. Es hat sich richtig gelohnt, im Besitz zu haben. Es gehörte einst einer elfischen Wache. Ich weiß nicht, ob ich das Zeug einfach verkaufen kann oder ob ich da noch irgendwas machen kann. Die Figuren kann ich natürlich später noch verkaufen. Ah, nee, das ist das Fleisch. Ich kann das Wasser echt nicht verkaufen. Da, Wasserflasche. Egal. Na, mach mal lieber weiter im Text, ne? So, in Yuyuma. Das hier ist doch Yuyuma, oder? Ich bin mir eigentlich recht sicher. Willkommen in Yuyuma. Gut. Nur um nochmal wirklich ganz, ganz sicher zu gehen. Wo musste ich noch gleich hin? Hier nach links? Oder war das eine Sackgasse? Oder hier nach oben? Ach, hier oben ist wieder hier der mega schnelle Elch. Oder Hirsch. Und eine Menge nerviger Gegner, denen wir am besten aus dem Weg gehen. Oh Mann, ich kann echt nur hoffen, dass das hier der rechte Weg ist. Ich denke aber schon. Ach ja, ich weiß noch, als wir damals hier waren und so viel langsamer. Und hier wieder die Schrift versperrt vollkommen die Sicht. Hatte ich auch schon lange nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall schon richtig. So, das ist nur ein Händler. Oder nee, Quatsch, das war ein Jäger oder sowas. Das ist ein Schild, das ich scheinbar nicht lesen kann. Mardanenwald. Achtung, der Wald ist verwunschen. Na, gucken wir mal. Also ich kann mich auf jeden Fall an einen Fuchsmenschen erinnern. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo er rumstand. Das ist krass, wie schnell wir uns mittlerweile bewegen können. Das ist ein Traum einfach nur. Stellt euch mal vor, wir hätten am Anfang des Spiels wahrscheinlich einfach nur irgendwie 1000 Goldstücke grinden müssen.
Aber 1000 Goldstücke ist ehrlich gesagt schon eine ziemliche Ansage. Ich würde gerade sagen, hier hinten ist eine Sackgasse. Ne, hier geht es natürlich noch weiter. Und da ist wieder irgend so ein Bär, der sich wahrscheinlich mittlerweile auch regenerieren kann. Oder auch nicht. Okay, mittlerweile 50 Drakor. Den Bären kann man wahrscheinlich gut Geld grinden oder könnte man. Wo geht's denn hier lang? War ich überhaupt schon mal? Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Dann gucke ich erstmal nach oben. So krass, naja, aber das passiert eben, wenn mal zwischendurch eine Woche vergeht, ne? Ich glaube, das hier oben ist der Weg zu einer Sackgasse. Verdammt, ey, ich komm, kenne mich hier echt schon wieder gar nicht mehr aus. Aber ich glaube, das hier oben war der Weg zur Sackgasse. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich gehe lieber nochmal zurück. Ich meine, jetzt, ich laufe die Wege ja mittlerweile echt schnell. Ich glaube, das habe ich auch noch in keinem anderen Spiel gesehen. Also klar, Turbo-Treter und sowas, aber trotzdem, dass man das schneller werden so stark zur Belohnung des Spiels macht, ist schon sehr interessant. Die Gegner, die treffe ich irgendwie alle auch viel, viel besser. So, hier ist der Weg zur Quest. Ah. Und ich glaube, das ist auch die Rüstung, mit der ich immun oder auch nicht. Ich trage gerade Antikbronze. Na, egal. Ich werde den Fuchsmenschen schon irgendwo finden, hoffe ich. Die Vergiftung hört sowieso irgendwann mal auf. Denke ich. Wo ist dieser Fuchsmensch? Ich hoffe, ich bin richtig. Ah, perfekt, da ist er. Genau, und wir tragen dieselbe Rüstung wie er. Ja. Du trägst die Rüstung der Yuyun. Was weißt du über die Yuyun? Sie sind mein Volk. Sie existieren nur noch in Geschichten. Ich bin ein Nachfahre. Doch möchte ich nicht daran denken, der Letzte meiner Art zu sein. Aber meine Aufgabe ist es, die Erbauernisse meiner Vorfahren zu bewachen. Du bist zwar nur ein Mensch, aber ich denke, ich kann dir etwas geben, das dir nützlich sein wird. Immerhin hast du die Wächter der Heiligen besiegt. Das ist der einzige Grund? Nein. Den anderen dürftest du bald erfahren. Du wirst es noch zu etwas bringen. Viel Glück auf deiner weiten Reise, Mensch. Ey, direkt ganz am Anfang, ne? Das ist so cool, weil ich glaube, ich war hier und habe mit dem Typen gesprochen und bin dann wieder weggegangen. Darauf muss man echt erstmal kommen. Heldenschrift Akrobatik. Das können wir bei den Punkten natürlich dann wahrscheinlich auch automatisch bringen. Jetzt kommt natürlich der schwierige Partner, die ganzen Punkte wiederzufinden. Ach ja, genau, hier oben. Da geht's ja gar nicht weiter. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Also mal gucken, ob ich hier die Sachen wiederfinde. Ich könnte ja eigentlich schwören, genau, da oben ist der erste. Ist mir jetzt ehrlich gesagt egal, hier laufe ich einfach mal so rüber. Geld hier? Nehmen, 140 Draco. Hey, das gehört uns unserer Beute. Wir hatten es hier verloren. Ha, nun nicht mehr. Du lernst. Gut, behalte es. Jesse wird es dir bestimmt gönnen. Ich denke auch. Ich denke auch, dass das ist echt doof, wenn ich jetzt noch wüsste, wo die anderen Springpunkte waren. Na gut, das werde ich auf jeden Fall noch herausfinden. Ob ich die Treance hier rufen kann? Ja, sehr gut. Dann mache ich das natürlich auch mal. Und da werde ich einfach bis zum nächsten oder zum übernächsten Part mal den Entwickler fragen, wo die ganzen Springpunkte sind. Oder ich werde selbst mal Maker nachschauen. Also eins von beiden. Ne? Und ja, ich habe dieses Schwert. So nochmal den ganzen Text durchgehen, damit wir endlich unser Stück Erz bekommen. So, 3000 Draco ist gut. Kolio wurden 3000 Draco übergeben. Danke, das wirst du wirklich nicht bereuen, glaub mir. Und dann machen wir uns auf zu den Zwergen, wenn ich es irgendwann mal hinkriege. Bring uns nach, ja, wohin sollst du uns bringen? Geldrin, das müssen wir einfach noch schön nach Norden fliegen, das finde ich angenehm. Du. Hier ist der Mittelpunkt der Welt, da wollen wir erstmal noch nicht hin.
Und ich glaube, auch in Galdrien konnten wir irgendwo nochmal springen. Ich werde mir einfach die Zeit nehmen und mich umschauen. Abgesehen davon, dass ich sowieso noch ein bisschen Erz verkloppen wollte. Ich weiß gar nicht, wie viel Erz ich gerade noch dabei habe. Ich habe auf jeden Fall einen großen Brocken. Na, gucken wir. Das Schwert bestärken. Das ist das Schwert, das meine Vorfahren vor langer Zeit im Norden versteckten. Man sagt, es sei zu gefährlich und es ist wirklich Darths Schwert. Ja. Nun gut, gebt mir das violette Erz und ich werde es wieder zu seinem alten Glanz bringen. Es soll euch auch nichts kosten. Das aber nur, weil ihr das Glück habt, Dermets Enkel und Darths Sohn zu sein. Denn ihre Ehre wird auch bei uns Zwergen ganz hoch angesehen. Hier habt ihr das Erz und das Schwert. Da werde ich schon mal beginnen. Kommt noch eine Zeit wieder, es wird etwas dauern. Tja, es ist natürlich die Frage, ob wir einfach raus und wieder reingehen können, aber wie gesagt, ich habe ja sowieso noch mal andere Sachen zu erledigen. Also von daher. So, Interesse an Kristallerzen. Ihr habt Kristallerze. Wir haben 6 Stück davon. Die werde ich ja natürlich alle offscreen verkaufen. Wow, haben wir 5. Krass. Ja, die werde ich ja natürlich offscreen verkaufen. Wäre jetzt ein bisschen zu anstrengend. Ich meine, ich habe das damals ja schon mal gezeigt und das war ja auch eher, um mich das Spiel so ein bisschen zu trollen, ne? So, jetzt muss ich nur herausfinden, wo das war. Hier hinten war nichts, doch, da hinten. Okay, hier war einfach nur eine Truhe. Ging es hier unten noch irgendwo weiter? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ne. Ich würde mich jetzt einfach noch mal ein bisschen umsehen. Vielleicht finde ich hier irgendwo noch eine Erzader. Tja, ich kann einfach durch Bäume durchlaufen. Bei Semaru. Ich bin ja mal gespannt, wie viele negative Kommentare ich dafür bekommen habe. Gut, dass wir noch den Frostring tragen, da kann uns nichts passieren. Ach stimmt, hier ging es zum Endgegner. Dann ist das schon mal nicht der Weg, den wir gehen wollen. Ach ja, hier ging es zu den Wölfen. Ich glaube, hier gab es sonst nichts außer vielen Wölfen. Ja, hier kann man einfach nur Wölfe grinden, wenn man Bock drauf hat. Habe ich aber ehrlich gesagt gerade nicht. Oh, ich glaube, da war noch eine Ader. Ja, hier ist noch eine Ader. Einmal helles Erz. Oh Mann, Wölfchen, Wölfchen klein, lass mich allein. Ja, ich brauche unbedingt mal ein bisschen. Naja, es geht vom Schaden her, den sie mir machen. Ich meine, damals habe ich es ja mit der ersten Rüstung gemacht, glaube ich. Das war ja sowieso Epic Fail. Und ich treffe sie jetzt natürlich auch wesentlich besser. Das ist irgendwie so Low-Level-Gegner, trifft man dann irgendwie dann doch ziemlich gut, indem man einfach nur auf die Pfeiltaste drückt. Nichts gefunden. Zweimal helles Erz. Ich glaube, die Ader ist auch versiegt. Ja, die Ader ist versiegt. Dann können wir wieder weggehen und uns nochmal ein bisschen weiter umgucken. Ja, finde ich auf jeden Fall cool, dass es gerade noch mal ein bisschen was zu erledigen gibt. Ich hatte schon echt Angst, das Spiel wäre jetzt einfach vorbei. Aber nö. Gab es hier hinten irgendwas? Wahrscheinlich musste man mal für irgendeine Quest hier hin. Na, aber dann konnte man wahrscheinlich doch in dem Gebiet hier nicht springen. Ne, und hier geht es auch noch wieder zu der Ruine. Naja, dann ist der Weg. Ich stelle mich einfach ein bisschen doof an. Na gut, dann sind wir effektiv nochmal wegen einer Erzader hierher gegangen. Vielleicht ist ja rechts doch nochmal irgendwie was. Ich gucke einfach nochmal hin. Jetzt habe ich gerade irgendwie Enter gedrückt, während ich auf dem Teleport stand und habe damit den Teleport. Oh Gott, das ist ein Bär, der sich regenerieren kann. Schnell weg. Ja, okay, war einfach nur der Endgegner und da hinten wird es dann zu kalt für unseren Helden. Okay, krass. War das Eisgebiet ja echt doch ganz schön klein, muss ich zugeben. Und irgendwie hätte ich schwören können, dass ich hier hätte springen können. Na gut, dann will ich mir zumindest mal noch. Das ist krass. Ich wollte eigentlich Nebenquests machen. Jetzt habe ich in dem Part noch keinen einzigen Nebenquest gemacht. Aber das ist für mich ehrlich gesagt kein großes Problem. Es war jetzt ein bisschen doof von mir.
Und ich sollte dann auf jeden Fall auch wieder meine andere Rüstung anziehen. Da war noch ein Weg nach unten. Ach, ich bin doof. Nein, da ist natürlich kein Weg nach unten. Das, ich bin doof. Sorry, Leute. Es tut mir leid. Ich bin ein bisschen doof. Da will ich mir zumindest noch mein Schwert abholen. Und es direkt ausrüsten. Ist das Schwert fertig? Ja, es ist vollbracht. Das Schwert hat seinen Glanz wieder und kann nun eingesetzt werden. Seid aber vorsichtig damit. Die Legenden besagen nicht immer Gutes. Serai erhalten. Wow, es kommt Zelda-Musik. Ja, das wechseln sonst nun ja, mitführen natürlich. Ja, jetzt haben wir ein neues Schwert. Ich bin ja mal gespannt, wie gigantisch es ist. Und ja, dann werden wir im nächsten Part mal ein paar Aufträge erledigen. Eichhörnchen Mar, bring Mar von Kiro zum Demanderwelt. Der hungrige Oji besorgt für den kleinen Oji was zum Essen. Parfüm besorgt für Nyla den Duft von Elfenblumen. Und das war's eigentlich auch schon wieder. Drei Nebenquests noch und die Rüstung müssen wir uns noch abholen. Aber na gut, Leute, ich werde erstmal noch ein paar Erze verkaufen und werde dementsprechend hier an der Stelle erstmal den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ich würde mich über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Semaru, Soul of the Ocean.